Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Change Minecraft. So, unsere heutige Aufgabe: farme 10 rote und 5 braune Pilze. Das gibt 3 Punkte. PS, ich habe es nicht geschafft, mehr Hunde zu finden. Hat er nicht geschafft. Hier sind noch ein paar mehr. 1, 2, 3, 6 hat er jetzt. 3 hat er vorher gehabt. Na gut. So. Wir nehmen auf 20 vor. Okay. Pilze. Was haben wir alles dabei? Was ist das denn hier alles? Ach so. Ach, er hat neuen Boden reingemacht. Naja, kann man sich drüber streiten. So, das brauchen wir alles nicht. Das lassen wir alles mal hier. Oh, er hat sich ein Diamantenschwert gemacht. Uiuiuiui. Okay. So, Pilze weiß ich schon, wo ich Pilze farme, ist auch ganz klar. Da gibt es nur einen Ort für. Der Neta. Da sollen wir relativ schnell... 10 rote und 5 braune oder sowas? Ich habe keine Ahnung. So. Der Neta. Da sind wir. Gehen wir einfach mal hier so in die Richtung. Alter, ich muss mal kurz gucken. Option... Oh, nee, das wollen wir natürlich nicht. Glück gehabt, dass ich nachgeguckt habe. Ich war mich wieder im Baumodus. Na, jetzt noch ein paar Schweine da. Gut. Die sehr schnell gespawnt. Soll ich euch gerade mal hauen? Ein bisschen XP sammeln? Nein, lieber nicht. So. Gibt es denn hier keine Pilze? Upp, da geht's runter. Da sind doch schon die ersten roten Pilze. Kommt mal mit. So. 10 Stück wollte er, ne? Da sind braune Pilze auch gleich. So, da sind noch mehr braune Pilze. Waren das braune nur 5 Stück oder so? Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt haben wir jetzt rote 15, braune 6. Ich glaube, das war schon die Aufgabe, ne? Dann können wir schon wieder zurückgehen. Da ist noch ein roter Pilz, den nehmen wir mit. Warum stehen die Schweine alle so rum, als würden sie nichts machen? Guck mal, es sind doch nicht so viele, oder? Na, kommt her. Wenn wir schon mal ein Diamantenschwert haben, dann sollen wir es auch nutzen, ne? Aua, 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 aua. Okay, es waren doch vielleicht ein bisschen zu viele. Hui. Ha. So. Euch habe ich erledigt. Aber ich muss noch ein paar vorbei, bevor ich jetzt zu meinem Tor zurückkomme, oder? Na gut. Komm her. Das war ja einfach. Von oben kommt keiner, ne? Nein. Jetzt bin ich auch wieder Level 5. Ach, du kriegst noch einen Schlag ab. Ja. Noch mehr von euch? Kommt. Oh, oh. Nicht in die Lava, nicht ins Feuer. Eieiei, kam der von oben angesprungen. Habt ihr das gesehen? Eieiei. Komm, dich nehmen wir auch noch mit. Okay. So, Level 6 sind wir schon. Kann er sich nicht mehr beschweren, dass wir gestorben sind oder sowas. Letztes Mal habe ich ja schon... einige Level verloren. Aua, 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 aua. So. Cool. Oh, wo ist denn jetzt das Tor? Hab ich das nicht? Da ist das Tor. So, da oben ist noch ein brauner Pilz. Den nehmen wir auch noch mit. Ich weiß nicht, ob es nicht 10 braune Pilze waren, aber zur Not züchten wir uns hier einfach mit... Oh, ich habe noch gerade nur so ein paar Schweine zu schlachten. Zur Not wollte ich sagen, züchten wir uns hier mit Bone Meal hoch. Oh, hier ist ein Gast. Wie, ihr greift mich nicht an? Was ist los? So, kommt mal mit. Ich will nicht ins Feuer laufen, aus Versehen. Ihr könnt ja gerne rein, auch wenn ihr wollt, ja. Ja. Komm, ein Level schaffen wir noch. Wo ist er denn? Der Gast. Der Garstige. Da. Eieiei. Okay, jetzt ist das hier für mich beendet. Ich habe keinen Fall im Bogen dabei. Komm her. Na, komm her. Macht dich auch so fertig? Jawohl. Held hat verbracht. So, habe ich auch ein Gas getötet. So. Hier ist so viel Feuer. Ich gehe jetzt trotzdem zurück. Die Aufgabe haben wir erledigt. Glaube ich. Gott sei Dank ist es Tag. So, ich muss nochmal schnell gucken, was die Aufgabe jetzt genau war. 10 rote und 5 braune. Die haben wir. Die packen wir ihn einfach in irgendeine Kiste rein. Die Fackeln nehmen wir mal mit. Da hat er sie. Und die Goldnuggets behalten wir einfach mal. So, jetzt müsste ich dann mal schnell hier reingucken. Genau, das ist das, was ich brauche. Das kann alles erstmal weg. Ich brauche nämlich Wassereimer. 4 Stück ist eigentlich nicht so wichtig. Ich brauche Cobblestones. Ich brauche Holz. Und ich brauche Rotstein. Und ich brauche eigentlich auch Eisen. Haben wir Eisen noch hier unten irgendwo? 16 Barren, das reicht doch schon. So, 4, 5, 6, 7, 8 brauche ich, glaube ich. 8, jetzt muss ich überlegen. 8. Das wären jetzt 16. Achso, ich muss erstmal muss ich Holz herstellen. Machen wir einfach mal alles. Uiuiui. So viel brauche ich natürlich nicht, aber was soll's. So, und dann dahin und dann dahin. Dann haben wir jetzt 16 Stück. Was soll's. Wir haben es ja. So, jetzt brauche ich Gravel. Haben wir Gravel noch irgendwo? Der baut immer fleißig die Wege damit, ne? Haben wir nicht, aber ich weiß noch, wo es, glaube ich, welches gibt. Warte mal, das können wir auch in der Hölle holen. Oder? Da gibt es doch genug Gravel. Ja, genau, gehen wir nochmal in die Hölle. Heute mal eine Ich gehe in die Hölle und zurück Folge. So. Ich hoffe, es ist hier nichts, was uns umbringen will. Okay. So, hier sollte es doch irgendwo Gravel geben, oder? Da unten, das ist Soul Sand. Obwohl, muss ich das mit Gravel machen? Ich kann es nur so mit Sand machen. Ne, wir gehen wieder zurück. Wir machen das doch nicht in der Hölle. Wir nehmen den normalen Sand einfach. Der sollte ja auch, der sollte es genau das gleiche tun. So, gibt es denn hier noch Sand? Hier, das reicht doch schon. Guck mal. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muss reichen. So. Jetzt werde ich mal meiner automatischen Erntemaschine weiterbauen. Zack. Okay. So, Dalle. Das Wasser muss nach hinten. Was habe ich vor? Ich habe vor die Pistons müssen da unangebracht werden eigentlich. Komme ich da hin? Da müssen die Pistons hin. 2 3, 4 hier und 1, 2, 3, 4 hier. Okay, so, da drauf muss der Sand. Oh, naja, ist egal. So, richtig? Richtig. Jetzt müssen wir einen Holzkasten drumherum bauen. Ja, das können wir machen. So, ein Holzkasten. Und zwar will ich nicht, dass das Wasser nicht darunter läuft. Das Wasser muss... So muss es genügen. Okay, und hier. Und da. Da und da. Und... Was habe ich gesagt? Hier, 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 hier. Ne, da doch nicht. Nee, so nicht. So nicht. Da ist es okay, aber es muss natürlich weiter nach unten. Nicht dahin. So, muss das. So und nicht anders. So, und da noch 4 Stück. Wird schon wieder dunkel. Und natürlich müssen wir es hinten auch noch zumachen. Also so. Zack, 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 zack. Und dann legen wir uns mal schnell schlafen. Bevor hier irgendwelche Creeper kommen und uns alles kaputt hauen. Hier müsst ihr vielleicht auch mal Fackeln hinsetzen. Das mache ich als nächstes. Und dann können wir auch gleich noch ein bisschen Redstone mitnehmen. Und ich brauche auf jeden Fall Cleanies. Oh, ich brauche Cleanies. Da müssen wir erstmal welche brennen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir noch welche haben. Erstmal ins Bett. Gute Nacht. Okay, so. Wir brauchen Cleanstone. Yes. Da brauche ich jetzt mal Cobblestone für. Habe ich hier noch Cobbles irgendwo? Ach ja, genug. So, dann machen wir mal ein bisschen Cleanstone. Ich brauche Redstone. Habe ich noch ein paar dabei? Da habe ich noch ein bisschen mehr. Okay, so. Wie war das mit dem Schalter? Der war doch irgendwie auch mit Cleanstone, ne? Nein, dann mit Cobblestone. Wenn es nicht Cleanstone war, muss es Cobblestone gewesen sein. So, da haben wir schon mal einen Schalter, das ist gut. Jetzt lauf, halt. Ich brauche Fackeln erstmal, so. Ich muss was essen. Alles gleichzeitig hier, wie immer. So, okay. Jetzt werde ich erstmal Wasser da oben hinkippen. Ne, erstmal werde ich Fackeln setzen. Und zwar hier und hier und hier. Na, hier, genau. Joa. Da. Und da. Und da. Sowie da. Da. Und da. Und da. Und da. Da nicht. Und da. Da. Und natürlich. Ups. Da. Da. Und da. Und weil es hinten so schön ist, machen wir hinten einfach noch welche hin. So. Das Wasser kommt hier hin. So viel steht fest. So, läuft das auch bis unten hin. Komm, lauf doch schneller. Das sieht doch ganz gut aus. Ja. Läuft genau bis unten hin. So, dann machen wir auf der anderen Seite genauso. Dahin, dahin, dahin und dahin. So. Das passt. Jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Wasser. Kann man... Ah, Papier. So. Okay, jetzt brauche ich irgendwie eine Redstone-Leitung. Und am besten von ganz vorne aus auslösen, oder? Schauen wir mal. So. Aua. Hier machen wir erstmal eine Fackel runter, dass hier nichts spawnt. Da sind die Pestens, die muss ich ansteuern. Hier tropft es natürlich schön durch. Das müssen wir hier auch alles verkleiden. Aber das machen wir erst, wenn wir das fertig haben. So, da oben ist sind die Pistons. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich die genau ansteuern muss. Ich glaube, dass ich das so machen kann. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube nur. So, dann legen wir hier mal eben kurz so eine Testweise hin. Wenn ich jetzt Redstone nehme und es da drunter packe. So, und eine Redstone Torch. Ich habe natürlich keine Stickies dabei. So, das muss reichen. Wenn ich jetzt eine Redstone Torch mache. Ja, das sind jetzt ein paar Redstone Torches. Egal, dann löst die noch nicht aus. So würde sie auslösen. Nichts in der Sache so, ne? Okay. Dann muss ich das doch anders machen. Ja, jo. Okay, dann werden wir erstmal hier so ein Ding hinlegen müssen. Also so eine Reihe Holzplanken. Das reicht. kann man da auch hergehen. Oh. Oben bleiben. So. Und da machen wir drunter zu. Das können wir eigentlich einen auflassen, aber ist egal. So, und jetzt müssen wir überlegen, wenn ich... Jetzt muss ich die alle einzeln ansteuern, ne? Das heißt, ich brauche... Ich kann jeden zweiten direkt ansteuern. Stoppt, hier ist doch keiner. 2, 4, 2, 4, okay, passt. Die kann ich also so ansteuern. Von der Länge der Leitung müsste das eigentlich auch passen. Weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren. So. Das passt. So, und dazwischen kann ich natürlich jetzt nicht so machen. Dann gehen nämlich alle wieder runter. Da muss ich nämlich den Repeater hinbauen. Dafür muss ich aber erstmal einen Repeater bauen. Und zwar 4 an der Zahl. 4 an der Zahl müsste hinhauen. Was habe ich gesagt, wann habe ich angefangen? 20 vor? Kann ich bis 10 nachspielen, ne? Ja. So. Wie viele Klinis haben wir? Das müsste reichen, danke. So, Klinis. Klinis machen wir so, dass wir da... Ach, das muss ja reichen. So, jetzt kommt da, glaube ich, das hin. Und da das. Und dann haben wir genug. Haben wir genug mit 7? Ich brauche nur 4 Stück. Und die anderen, um das Signal zu verlängern. Okay, das könnte hinhauen. So. Renn doch mal schneller. So, komm hier auf den Mittelsteg, dann können wir wenigstens hochrennen. So. Okay. Aua. Plupp, 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 plupp. Alle 4 müssten oben sein, das Wasser müsste aufhören zu laufen. Oh, perfekt, wie das funktioniert. Wenn ich die Torch weghaue, läuft das Wasser wieder. Tada. So, das Verkleiden können wir hinterher immer noch machen. Jetzt würde ich sagen, ich muss mal hier so einen Repeater hinhauen. So. Ne, Moment, der Repeater kommt dahin. So, so. Und dann kann ich das Signal einfach 1, 2, 3 irgendwo hier drunter am besten herlegen. Und das dann hinterher schön in den Berg einbauen, dann sieht es dahinter keiner. Wir gehen einfach mal hier so durch. Hier ist jetzt der Kanal für das Redstone-Signal, genau. Gravier. So, wo kommen wir jetzt raus hier? Das sieht ja schon mal ganz brauchbar aus. Jetzt, oh, ich habe noch 2 Repeater, das ist doch zu wenig. Mist. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Okay, 12, 13, 14, 15. Da kommt der Repeater hin, erstmal so. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss das hier mal ein bisschen tiefer legen, damit man es hinterher nicht so sieht. So, noch ein bisschen. Direkt so machen, genau. Mist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Da muss er hin. Ich mache lieber ein weniger als ein zu viel oder sonst was. So, warte mal, jetzt müssen wir schnell hier so eine Fackel hinstellen, damit das Wasser aus ist. Und geht's aus. Perfekt. Wunderprächtig. So, ich muss es ein bisschen verlängern, habe ich gerade gesehen. 41 Erde haben wir hier. Denn, wenn das mit dem Abfluss klappen soll, muss das genau da aufhören. Ich weiß jetzt nicht wie viel, ich glaube 2. Sah zumindest so aus. Machen wir jetzt nochmal einfach die letzte Umfackel weg, dann wissen wir es. So. Da kommt das Wasser wieder angeflossen. Aha, ein zu viel. Okay. Das hätten wir dann schon mal. Das heißt, das kann wieder weg. Der kann da stehen bleiben, der macht ja nichts. So. Das heißt, hier fließt das jetzt rein. Das heißt, wir machen... Reicht das denn eigentlich? Das ist dann nur... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so weit fließt das Wasser doch gar nicht, ne? Okay, das heißt, wir machen hier, muss Wasser hin. Es wird schon wieder dunkel. Ah, ab nach Hause, schnell. Schneller! Ach, bin ich schon wieder so lahm. Erstmal essen hier, gib mir was zu essen. Da hast du noch welche Sachen. Gut. Ja, wuff, wuff. Erstmal vor mal ins Bett gehen. Ja. Und gute Nacht. Und guten Morgen. Ja, hier muss ich raus, genau. Sodale, Sodale. Warum renne ich mal hier hinten rum? Weiß keiner, ne? Zack. Erde. Hallo, Tintenfisch. So, wenn ich jetzt hier Wasser reinsetze, ungefähr da, Entschuldigung, das Geräusch war, glaube ich, ein bisschen laut gerade. So, dann muss ich mal von hier gucken. Da will ich Wasser reinsetzen, na gut. Wenn ich nicht alles will. Ich weiß, das muss ich hinterher alles noch verkleiden. Das mache ich dann mal, wenn ich mehr Zeit habe. Jetzt wird erstmal die Effektivität getestet. So, das läuft nämlich nur bis dahin. Das heißt, wenn ich das hier zwischendurch runter mache, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau, dass ich das hier irgendwie ändern kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann müsste das Wasser theoretisch bis dahin laufen. Ist das gut so? Eigentlich wäre es andersrum besser, ne? Da wo man den Schalter drückt, da muss auch das Wasser ankommen. Ja, eigentlich schon, ne? Machen wir das lieber andersrum. Mist. So, machen wir es wieder weg. Warum drücke ich überhaupt den Schalter auf der Seite? Das wäre dann nicht einfach auf dieser Seite gemacht. Ich verlege den Schalter einfach darüber, genau. Dann lasse ich das Wasser doch so. Das funktioniert, da kommen die Items jetzt genau hier an. So können wir das lassen. Und der Schalter muss auch noch irgendwie darüber. Den ziehen wir einfach unterirdisch jetzt hierher. Geht das da an der Stelle? Ich muss noch ein tiefer. Aber das sollte nicht das Problem sein. Wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wo ist der Repeater? Den einen... 16. Und jetzt hier durch. So müsste das doch gehen. Wieso kommt denn hier Wasser rein? Muss ich das verstehen? Wo kommt das her? Warum saufe ich da ab? Wo kommt denn da das Wasser jetzt her? Ach so, ich weiß. Das ist bestimmt... Nee. Wo kommt das her jetzt, das Wasser? Wo habe ich den Kanal hingegraben? Ah, ja, gar nicht so einfach, ne? So, der ist... Hier auf Fackelhöhe. Auf Fackelhöhe. Also... Hier. Ach, das ist die Mitte, oder? Ja, okay, aber das ist der letzte Block von der Mitte, da braucht auch kein Wasser mehr sein. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ist ja fast gut. So, so. Da kommen die Items an. Einen noch weiter. Einen weiter noch. Und dann machen wir dann mal so einen Cobblestone hin. Blub. Da machen wir Dreck vor. Und an den Cobblestone machen wir den Knopf dran. Der schaltet das Wasser an und ab. Und hier landen die Items. Genau, so machen wir das. So, jetzt müssen wir noch schnell natürlich das Saatgut da drauf pflanzen, um auch zu testen, ob es funktioniert. Saatgut haben wir natürlich nicht so viel. Das Feld sieht eigentlich ganz gut aus. Ich muss aber mal, ich glaube, ich habe hier unten noch Knochen gesehen, glaube ich. Da, oh ja, 31 Stück. Haben wir noch mehr Knochen irgendwo? Hier nicht. Wie sieht es hier aus? Da haben wir auch noch Knochen, sehr gut. Und da haben wir auch noch Knochen, also mehr als genug Knochen. Die verarbeiten wir mal schnell zum Bone Meal. Oh Gott. Ja. So, das heißt, ein paar Knochen lassen wir noch hier. Jetzt habe ich auch jede Menge Holz, da lassen wir auch noch was von hier. Ja, den nehmen wir auch mal mit. Vielleicht schaffe ich noch irgendwas zu verbessern. Die Wassereimer brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Da passt nichts mehr rein in die Kiste. Und hier tun wir noch das rein. Und das kann weg. Da ist noch ein Schnitzel. So. Gehen wir mal schnell ein bisschen abernten, ne? So. Da sieht doch eigentlich so auch schon ganz gut aus. Ja, jetzt hat er hier natürlich einen Weg zu dem Feld hingebaut. Dabei reiße ich ihn jetzt das Feld hier ab. So, das lassen wir mal eben schnell alles wachsen, damit wir möglichst viele Samen und alles andere auch da rauskriegen. So, ich verschwende jetzt einfach mal das Bone Meal. Ich habe ja auch die Monsterfalle dafür gebaut, da kann man sich einfach mal ein bisschen reinstellen, dann hat man sowieso genug. Ich glaube, jetzt kann man über das Feld einfach drüber lassen, ohne dass es kaputt geht, ne? War das nicht so? Hat man mir das nicht so gesagt? Ich weiß es nicht, bei Seite 1.1 müsste das ja gehen. Scheint auch so. So, das war 40 Bone Meal, die wir verbraucht haben. Jetzt möchte ich hier nur schnell so alles abarbeiten, was hier ist. Und dann kann ich das Feld ja hier wieder weg verlegen. Das ist alles noch von den ersten 10 Setzlingen, die ich irgendwann mal in Folge 2 gesammelt habe, ne? So. So, weiter geht's. So. Okay. Oh, die Schweine gucken. Oh, wie die alle gucken, nur weil ich so viel Fressen in der Hand habe. Jojo. So. Jetzt haben wir noch eine Hoe. Das ist eine Axt, eine Hoe. Oh, die ist aber fast kaputt. Das heißt, wir müssen noch eben schnell eine neue Hoe machen. Och ja, kommt her, hier, weil ich gerade so nett bin. Ich weiß, der Dings füttert immer gerne alles. Ich mache das aber nicht. So, das kann erstmal hier unten lagern. Das ganze Bohnenmehl können wir noch ein bisschen mitnehmen kurz. So, dann das weg. Da haben wir nicht genug Setzlinge, glaube ich, für diese große Menge an Farm. Ich wollte noch eine Hoe bauen, ne? Genau. Und zwar eine Eisenhoe. Ich könnte jetzt 3 und eine Diamantenhoe machen, aber nein. Aber nein, sowas machen wir natürlich nicht. Hallo, hebt das auf da. So, und da haben wir die Hoe. Die Hoe. Haben wir auch gleich schon die Zeit rum und ich überziehe mal wieder ein paar Minuten. Das macht euch ja nichts. Seid ihr ja schon gewohnt von mir. Ich glaube, die Eier schwimmen jetzt, ne? Das ist zugefroren, das Wasser. Wieso? Okay. Sodale. Da sind wir schon. Mit der Hoe machen wir jetzt hier alles schön hin. Ich glaube, die letzten kriegen dann doch kein Wasser mehr, ne? Moment. Jetzt habe ich auch den letzten Schalter kaputt gemacht. Gut gemacht. Ah. Ich muss das nochmal ganz kurz hier angleichen. Also. Ja, ja, da kommt das Wasser von oben gelaufen, ist klar. Der muss eigentlich auch weg, weil ich muss das Wasser bis dahin haben. Das kann... Das muss weg. Ja, erstmal schön ICQ-Sound, der ist wahrscheinlich jetzt auch drauf. Das tut mir das tut mir leid. So. Das tut mir laut, ist auch gut. Jetzt muss ich nochmal hier reingraben. Ja. So. Wo ist mein ganzes Redstone hin? Wieso habe ich nur noch 5 Stück? Wo ist denn der Rest denn geschwemmt worden? Ah, da hinten. Okay. So, 10. Zack, 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 zack. Zack, zack und zack. Einer ist verloren gegangen. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal loslaufen und einen Redstone holen. Nee, 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 nee. Na gut. Wieso ist das Wasser jetzt ein weiter? Ach, weil das da rauskommt, ne? Ah, okay. Ist kein Problem. Wir holen nochmal schnell einen Redstone. Da haben wir sonst nichts zu tun hier. Ich weiß, wir haben schon überzogen, aber ich will das jetzt noch fertig bauen. Ist mir egal. Nehmen wir einfach 15 Redstone mit. So. Dann habe ich auf jeden Fall genug. So. Zack. Wie habe ich das jetzt ein- oder ausgeschaltet? So ist ein, okay. Aus, okay. Das geht jetzt ein weiter, das macht fast gar nichts. Aber die Items kommen ja trotzdem hier an. Habe ich noch Sand? Habe ich noch. Guck mal, da kann man das ein bisschen angleichen, dann kann man hier auch wieder hergehen. So, dann kommen die Items hier an und dann ist gut. Ja, so würde ich das lassen wollen. Mit der Erde, das machen wir irgendwann alles nochmal zu. Jetzt mache ich nur das Nötigste zu. So, jetzt wird es schon wieder Nacht. Ich glaube es nicht. Ich will dieses Feld wenigstens noch bepflanzen, bevor ich aufhöre. Das funktioniert, ist ja wohl, steht ja wohl außer Frage. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das Wasser läuft ja richtig, also wird es auch funktionieren. So, beziehungsweise wir probieren das erst einmal aus, dann glaube ich, bevor wir alles anpflanzen. Zack, 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 lauf, lauf, schneller, lauf, schneller, lauf, 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 ja. Aha, man darf doch nicht drüber gehen. Da hat sich was wieder verändert. Okay. So, und da auch? Nee. Vorsicht. So, so, so. So, 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 so. Wie viel habe ich denn gemacht? Nur 4 Stück oder was, ne? Dann geht's ja vielleicht noch. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so und so. Das geht doch relativ schnell so. Na gut, dass ich mir eine neue Hacke gemacht hatte. Wo ist sie? Da. Hätte mich sonst nicht gereicht. So, und jetzt hier auch noch. So, und auf der anderen Seite noch. Aber wenn ich 10 Minuten überziehe, ist mir ganz egal. Da oben natürlich nicht, aber ist egal. So, jetzt ein paar Setzlinge mal eben schnell draufschmeißen. So, hier. Nur um zu testen, ob sie auch wieder unten ankommen. 4 Stück, okay. Ist natürlich ein langer Weg, ne? Ich pflanze da auch nochmal hin, da müssen 5 ankommen. So. Ausprobieren. Das kann ich direkt wieder ausschalten. Oder? Bleiben die dann oben liegen, wenn ich es direkt wieder ausschalte? Hä? Einfach weg. Muss ich das verstehen? Kann man das nicht mehr so machen? Dann haben die das jetzt mit 1.1 ausgeschaltet und ich habe das alles umsonst gebaut. Das wäre ja ärgerlich, ne? Zu kurz. So, da kommt das Wasser. Gucken, was mit der Pflanze passiert. Doch, funktioniert. Okay. So, das funktioniert. Dann können wir ja mal schnell ein bisschen Saatgut darauf verteilen. Da hinten kommen wir natürlich nicht hin. Die außen machen wir gleich. Wir machen erstmal die drei inneren. So, auf der anderen Seite genauso. Da muss natürlich noch ein Zaun drumherum, sonst laufen wir die Viecher irgendwann da drauf. Das können wir alles noch bei Zeiten machen. Das war's schon mit dem Stack. So, nicht darauf herlaufen, oder? Darf ich das jetzt? Ich weiß es nicht, ob man das jetzt darf oder nicht. Irgendwas war da mit 1.1 und so und hast du nicht gesehen, aber ich weiß es nicht genau. So. Da geht nicht. So. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Das Feld ist noch viel zu groß. Ja, auf jeden Fall, gut. Lassen wir das erstmal so. Das muss natürlich jetzt noch wachsen und dann muss ich hier noch jede Menge zukleistern mit Dreck und so. Nö, das nicht. Damit das auch authentisch aussieht und nicht so hässlich. So, dahin und hier. Wie kam denn da die Fackel hin? Die habe ich aber nicht hingesetzt, die Fackel hier. Naja, ist ja wurscht, wo die herkommt. Das ist ja nicht so tragisch. Hier muss ich überall noch... Ja, wenn ich mal viel Zeit habe noch. Das habe ich gerade gesagt. Und jetzt mache ich doch noch ein bisschen. Ich will einfach nur, dass es ein bisschen besser aussieht. Schon. Ah, das ist noch viel zu weit jetzt. Das mache ich jetzt alles nicht mehr. Aber man weiß, wo es hinführen wird. Es wird einfach hier richtig zugebaut. Und dann passt das schon. Und kommen wir da noch raus? Ja. So, jetzt noch ein Schild da umhängen und dann ist das erstmal gut für heute. Jo, dafür brauchen wir natürlich noch mehr Samen, die werden wir aber irgendwann bald kriegen. So, ich kann nicht laufen, weil ich schon wieder Hunger habe. Immer wieder dasselbe hier. Jetzt halt, dass wir ein paar Schweine schlachten oder sowas. So, ja. Die Aufgabe habe ich natürlich geschafft. Was gab das? 2 Punkte, ne? Jo, zack, komm. 10 rote, 5 braune Pilze. 2 Punkte. Damit haben wir 43. 43 Punkte. Zack. So, jetzt brauchen wir noch eine Aufgabe für ihn. Da wir letztes Mal so eine schwere Aufgabe genommen haben, machen wir diesmal was Einfaches. Hier, so. Besorge 10 Steaks. 2 Punkte. Fertig. Das war eine einfache Aufgabe. Besorge 10 Steaks, 2 Punkte. Steaks. Okay, das war's dann auch schon. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüss.